Ja, ein herzliches Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Wir besorgen uns ein paar Pokébälle, ein paar Tränke. Was gibt's hier eigentlich so nebenbei bei dir? Ah! Kaufen. Netzbälle. Okay. In Ordnung. Nein. Aber sehr interessant. Aber wir haben noch die Chance, einen Pokémon zu fangen. Dafür holen wir uns ganze 4 Pokébälle mehr. Nein! 4 Pokébälle mehr. Und gucken wir mal, dass wir auch das Glück haben. Und dann Tränke. Exakt 6 Stück. Weil ich gerne doch ein bisschen auf der sicheren Seite sein mag. Und ein Gegengift natürlich noch, weil man weiß ja nie. Dankeschön. Und ja, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. In die Fenster? Dunkel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dort in die Richtung. Und wollen schauen, was wir uns fangen können. Hier hinein. Dort hindurch. Und dann hier runter. So. Und auf ins Dunkle. Ja, sehr dunkel. Die Ränder, zu genial. Ich mag die Musik hier. Und es ist... Yay, Baby. Ein wildes Dialga. Sehr schön. Ja. Das hat ja mit dem Adamant-Orb doch ganz gut gepasst, wenn wir es jetzt... Ich hätte ein paar mehr Pokébälle holen sollen. Ich bin gerade nervös. Pokéball, los. Brauche ich einen Timerball oder so? Ich meine, so ein Dialga mit Full HP zu fangen, ist jetzt nicht unbedingt... gerade das Einfachste. Ja, Pokéball, bitte. Also ich bezweifle es, dass es klappt mit den Pokébällen, die wir haben, aber ein Dialga wäre schon ziemlich cool. Ja. Ja, okay, die AP von Grasblätter sind leider auch begrenzt, aber... Dialga? Hallo? Guten Tag? Schön, dich auch mal zu sehen. Ich meine, mit jeder Attacke, die du einsetzt, ist es ein Level 2 Dialga. Dürfte Dialga doch ein wenig blöd aussehen, um es mal milde geraten auszudrücken. Oh! Das war so. Ich würde es schon sehr gerne haben, also... Das wäre schon irgendwie cool. Ja. Also, ja. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dass du vielleicht in diesem Pokéball bleiben würdest, würde ich es durchaus... Oh, fick dich! Begrüßen! Ja, also wir können auch gern über eine Lohnerhöhung sprechen. Wenn ihr danach ist, dann könnte es keine Lohnerhöhung. Gegenstoß. Okay, ja. Wie wär's mit der Grasflöte? Also magst du vielleicht mal bei und dann liegen Stray an der Flöte. Was hältst du denn davon, hm? Gut so, ja. Schlafen tut ganz gut, als Dialga. Ich meine, gönn dir mal die Ruhe. Werde ich gar nicht mehr, nein. Ich glaube, das wäre ganz gut. So, also... Glaub mir mal. Ich
Ich weiß ja nicht, wie das so ist, aber ja, der liebe Chunk schreibt mir hier. Ja, oder doch nicht Chunk, irgendein anderes mitten in der Aufnahme, was ich gerade gucke. Das liebe die Alga jetzt etwas weniger gern in den Pokéball, aber wir haben noch weitere Siegen. Ich sehe das jetzt nicht als so doch Problem an. Also, die Alga, guten Tag erstmal. Ich weiß ja nicht, ob du schon wusstest, aber da ist ein Pokéball. Wenn ich es jetzt zumindest sprechen könnte, ne? Jetzt ist es einmal aufgewacht, hat mal die nächste Faust ins Gesicht. Ich meine, Faust ist in diesem Fall ja mehr oder minder, ja, nicht unbedingt der richtige Begriff, aber ja, ich meine, irgendwie setzt Stray ja schon deine Flöte irgendwie falsch ein. Also wenn, dann ja, bitte. Ja, langsam könnte es kritisch werden, wenn die Alga sich jetzt denkt, dass Stray doch ein wenig blöd ist. Also anscheinend will die Alga die Flöte von Stray ungern momentan haben. Ich meine, ich kann ihn jetzt nicht so verübeln. Also, nicht gegen dich, Stray, aber ich meine, ich weiß nicht. Zu welchem Geschlecht gehört jetzt dieses Dialog? Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade männlich, weiblich oder geschlechtsneutral. Ich glaube, es ist geschlechtsneutral. Aber jetzt bleibe ich drinne. Gekonnt ist gekonnt. Ist im Übrigen vom Typ Gift natürlich, wie man allseits bekannt weiß. Es kann frei den Fluss der Zeit manipulieren, so Vergangenheit, die Zukunft bereisen. Ja, er kriegt natürlich auch einen Spitznamen. Dabei bin ich gerade auch aktuell so super vorbereitet. Ihr werdet gerade ganz kurz ja hier alles sehen. Ich werde jetzt den Namen, desjenigen nehmen, der zuerst ganz fleißig hier, fordert, Bayuka. Am liebsten der Feuerregel und ein Liebe. Ich glaube, du kannst also so vorhin schon hier auch ganz gut mit dem Dialga leben. Bayuka, gut. Bayuka. B. A. Wo ist denn hier? VB. Danke. Ich bin gerade so ein bisschen. Ja. Vielleicht merkt man es. Buff, ich meine. Das ist jetzt so, ne? Also. K-A, richtig geschrieben. Ja. Okay, ich bin zufrieden. Ich sichere auch gleich mal, auch wenn wir erst bei knapp 9 Minuten sind. Ja, definitiv. Das ist doch ein kleiner Erfolg. Und, kurz mal was. Okay, komm ich nicht so einfach ran. Ich fühle mich so, als würde ich hier gerade schießen. Schniebel wäre eine andere Wahl gewesen. Ich werde aber jetzt vorher das Pokémon wechseln, bevor ich flüchte, weil mit Stray ist mir das gerade ein wenig riskant. Gut, danke euch. Wir sind entkommen. Wir wollen auch ganz schnell hier wieder raus. Jetzt, was mich aber mal ganz interessiert. Einmal, Bayuka. Mal nach vorne. Ich
Ich mag gleich sehen, wie das aussieht, wenn ein Dialga hinterherläuft. Du bist vom Typ Gift. Du bist impulsiv. Das ist sehr schön. Du hast die Fähigkeit Sandschlei. Erhöht Fluchtwert im Sandsturm. Das ist ja wundervolle Fähigkeit für den Angriff 12. Ich glaube, die Werte sind gar nicht mal so schlecht. Wirklich bei Level 2. Finsterfaust natürlich. Aus dem Schattengriff. Okay. Stärke. Ja, okay. Sind jetzt nicht um. Wenn diese Attacken nicht an Attack 1 gegeben. Ah, okay. Finde ich unbedingt die schönste in Attacken, aber das wird noch. Ich meine, ich habe ein Dialga hinter mir herlaufen. Ich habe ein Dialga hinter mir herlaufen. Das wollte ich nur nochmal betonen. Aber ich hole mal unser Phoenix nach vorne. Das ist gerade, ja. Das Adamant-Orb gebe ich dem später, wenn wir entsprechende Attacken haben. Wobei. Beutel. Adamant-Orb. Ein Heldenorb versteckt Attacken von Typ Drachen und Stahl. Geben. Jäger. Gratulation. Ich bin stolz. Definitiv. Ich bin sehr stolz. Ja. Das war jetzt doch ein wenig sehr überraschend, aber was mich interessieren würde, wenn Dialga da auf den Tisch springt. Dürfte auch sehr interessant aussehen. Also, ich habe ja prinzipiell doch relativ großes Legilack, habe ich das Gefühl, was meine Nuzlockes angeht. Im Übrigen, Gratulation bei Yuka zum, Legi-Sein.